Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich euch eine Aktie mitgebracht, in die ich investiert habe, die wohl alle drei Arten von Investoren glücklich machen würde. Denn es ist eindeutig eine Value-Aktie. Es ist auch eine Aktie mit recht gutem Growth. Und wir haben hier eine Dividendenrendite von 4,4%, die in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich 14% erhöht wurde. Also sind hier sowohl Dividendeninvestoren als auch Dividendenwachstumsinvestoren natürlich gut bedient. Schauen wir uns die Aktie mal genauer an. Doch bevor wir zur Aktie kommen, hier noch einmal der Risikohinweis. Mit Aktien könnt ihr Geld verlieren und das ist keine Anlageberatung. KDDI Corp ist ein japanischer Telekommunikationsausrüster. Wenn wir uns das hier die Daten anschauen, sehen wir, seit Jahren haben sie ein recht stabiles Umsatz- und EPS-Wachstum. Und das, was mich an dieser Aktie am meisten überzeugt hat, ist das Balance Sheet. Denn als Telekommunikationsausrüster ist man meistens sehr kapitalintensiv. Doch wenn wir uns hier unten die Verschuldung anschauen, dann sehen wir, das ist extrem niedrig. Sie könnten innerhalb von 2 Jahren alle Schulden zurückzahlen, während sie die Dividende beibehalten. Zusätzlich muss man auch sagen, dass alle Zinszahlungen mehr als gedeckt sind mit einer 90-fachen Deckung. 4 gilt als Mindeststandard, 8 gilt als gesund und 90 ist einfach Overkill. Wenn wir uns da natürlich zum Beispiel AT&T anschauen, bei denen ist zum Beispiel das EBIT durch Zinszahlung unter 4 und damit kann man auch sagen, dass es da schon finanzielle Schwierigkeiten haben. Also wir sehen hier stabiles Wachstum sowohl bei den Umsätzen als auch bei dem Earnings per Share, was natürlich ein super Bonusfaktor bei so einer Aktie ist und dazu ein super Balance Sheet. Das heißt, egal was jetzt kommen sollte für in den nächsten paar Wochen, Jahren und Monaten, dieses Unternehmen ist auch wirklich alles gefasst. Auch müssen wir hier sagen, dass wir ein sehr gutes Wachstum haben. Denn hier wird zwar das Wachstum mit 37% angegeben, jedoch ist das falsch. Historisch gesehen lag das immer so zwischen über 6-9%, was natürlich für ein Wachstums- oder Growth-Investor nicht genug ist. Denn die werden natürlich eher auf zweistelliges Wachstum aus sein. Jedoch möchte ich hier, um eine Wechselwirkung zwischen Value und Growth Investing zu sprechen kommen, denn sollte eine Aktie, sagen wir mal, jetzt einmal 100 Euro kosten und sie wächst jedes Jahr um 10%. Das heißt, nächstes Jahr ist man schon bei 110 Euro pro Aktie. Jedoch habe ich jetzt eine Aktie, die 50% unterbewertet ist. Das heißt natürlich, die steigt jetzt direkt nach dem Kauf natürlich um die 50%, die jetzt unterbewertet ist. Dann ist man bei 150 Euro. Und dann zusammen mit dem 10%igen Wachstum haben wir natürlich kein Wachstum von 10 Euro, sondern von 15 Euro. Das heißt, aktuell ist für mich KDDI ein Wachstumsinvestment, das ich so lange halten werde, bis natürlich ein KGV von deutlich über 20 erreicht ist und ich gleichzeitig dann halt an anderen Stellen ein besseres Wachstum halt sehe oder ein besseres Investment. Man muss dabei auch immer im Hinterkopf behalten, dass man dann natürlich die ganzen Gewinne versteuern muss und damit ein viel besseres Investment finden muss. Deswegen bin ich auch bereit, diese Aktie ziemlich lange zu halten. Denn für mich ist diese Aktie wirklich mehr als 50% unterbewertet. Dadurch habe ich natürlich auch ein 50% Bonus auf den EPS-Wachstum, den ich halt beim Verkaufspreis quasi anziele. Als das, was ich für fair betrachte, haben wir dann natürlich ein Wachstum von weit über 10%. Und das ist natürlich ein Investment, dann können kaum noch Microsoft und so mithalten, denn sollten die zurückkommen, dann nützt auch natürlich der 10% Wachstum nicht, wenn es dann halt nicht mehr zu diesem Bewertungsniveau wieder kommt, dann wird man trotzdem auf kurz- bis mittelfristiger Basis Geld verlieren und muss langfristig warten, bis man da wirklich wieder sein Geld raus hat.
Aber ich hoffe, ich konnte euch diese Wechselwirkung zwischen Value Growth zeigen. Und ja, ich habe hier über 200 Euro investiert. Ich bin sehr überzeugt von diesem Unternehmen und wir werden einmal schauen, ob sich das Ganze hier in der Zukunft lohnen wird. Tschüss, bis zum nächsten Video.